Guten Morgen! Heute eine Nachricht, die sicher auch wieder sehr informativ ist und unbedingt in euer Bewusstsein gelangen sollte. Denn wie wir ja alle wissen, ist die massive Antibiotika-Konsumierung, entweder durch Krankheit oder durch den Verzehr tierischer Produkte, ein massiver Faktor bei der weltweiten Entwicklung von Resistenzen diverser Bakterienkulturen. Zumal man häufig vom Arzt Antibiotika verschrieben bekommt, obwohl diese total sinnlos sind. Denn Antibiotika helfen ausschließlich gegen Bakterien und nicht gegen Viren. Wie zum Beispiel die Erkältungskrankheiten. Wenn euer Arzt zum Beispiel bei auch einer Bronchitis direkt Antibiotika verschreibt, dann wechselt den Arzt. Denn eine Bronchitis ist nur zu 5% der Fälle bakteriell verursacht. Nur wenn es der Arzt sozusagen vorher herausgefunden hat, dass es bakteriell verursacht ist, dann müsst ihr den Arzt nicht wechseln. Das Problem ist nicht nur die fehlende Wirksamkeit gegen die Viren, sondern eben auch, dass man im Körper resistente Bakterienstämme züchtet, die dann bei einer tatsächlichen bakteriellen Infektion dann das verabreichte Antibiotika genüsslich in der Pfeife rauchen. Über den hemmungslosen Einsatz der Antibiotika in der Tierzucht, insbesondere bei Huhn und Pute, müssen wir auch gar nicht weiter reden, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, beziehungsweise gibt es extrem viele Videos. Das sollte mittlerweile Common Sense sein. Also, erster Schritt, wenn ihr es nicht bereits getan habt, wäre, um nicht in eurem Körper vorhandene Bakterien quasi Stück für Stück zu stärken, keine tierischen Produkte mehr zu euch zu nehmen. Und zweitens, generell auch bei Krankheiten, auch wenn diese bakteriell verursacht sind, erst zu denken, dann zu handeln. Antibiotika sollten die Ultima Ratio, also das letztmöglichste Mittel sein. Ja, umso schockierender die Nachricht, dass in einem, ja, oder dass generell in nicht rezeptpflichtigen Halsschmerzmitteln, sogenannten Halslutschbonbons, die man einfach so in der Apotheke kaufen kann, Antibiotika enthalten sind. Und wie auch die Ärzte einfach nur Menschen sind, die ein paar Jahre an der Universität einfach nur Informationen reproduziert und dafür einen Zettel erhalten haben und nicht per se mehr Fachwissen haben als ein interessierter Laie, so gibt es eben auch bei den Apothekern einen hohen Anteil an Menschen, die einfach nur ihren Job nach Vorschrift machen. Das ist unser Alltag, in dem wir leben. Und je eher man das wirklich endlich begreift, desto gesünder kann man dann auch leben. Denn der Großteil der Apotheker empfiehlt sogar diese Lutschtabletten bei Kratzen im Hals und weist nicht explizit darauf hin, dass da Antibiotika enthalten sind. In welchen Tabletten genau, da kommen wir gleich nachher noch dazu. Laut dem Marktforschungsinstitut IMS Health werden im Halsschmerzmarkt, so wird das genannt, in Deutschland jährlich 4 Millionen Packungen von Halsschmerzmitteln mit Antibiotika verkauft. 4 Millionen! Dabei ist es nach Regel total unnötig, denn meist sind es eben Viren, die Erkältungskrankheiten auslösen. Und gegen dieses ist Antibiotika eben nicht wirksam. Das Bizarre dabei ist, dass selbst die Bundesapothekerkammer selbst davon abrät, antibiotikahaltige Lutschtabletten zu nehmen. Also im Endeffekt das Fachgremium der Apotheker. Denn selbst wenn es sich um eine bakterielle Infektion handeln würde, also selbst in dem Fall, so würde die Konzentration des Wirkstoffs auf der Mundschleimhaut zu gering sein, um diese Bakterien sinnvoll zu gefährden. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft HNO-Infektiologie, Peter Federspiel, warnt schon seit einigen Jahren davor, mit diesen Kleinstmengen an Antibiotika zu hantieren und dazu auch noch willkürlich verabreicht sozusagen zu werden, im Rahmen von so einer, wenn du in die Apotheke gehst und einfach mal ein paar Tabletten nimmst und einfach nur einwirfst, ne? Weil damit tut man resistente Keime im Körper züchten. Denn bei der Antibiotika-Einnahme, da ist gerade dieses vollständige und dieses massive Einnehmen von großer Bedeutung, um wirklich komplett die gesamten Bakterienstämme auszurotten. Gerade diese Kleinstmengen machen diese Lutschtabletten so gefährlich. So, und wie heißen denn nun die Antibiotika und wo sind sie enthalten? Also nach meiner Recherche sind die relevanten Wirkstoffe Tyrotrizin und Fusafungin, die als Antibiotika in diversen Medikamenten wirken. Bitte schaut auf euren Medikamenten nach, ob ihr diese beiden Wirkstoffe irgendwo entdecken könnt. Und vor allem natürlich, wenn ihr noch irgendwelche dieser Lutschbonbons zu Hause habt für den Hals. Bekannte Marken, die diese Antibiotika in ihren Bonbons enthalten, sind Lemozin, Doritrizin und Lokabiosol. Ich persönlich habe früher Lemozin selber genutzt und wenn ich nur daran denke, da wird gerade meine Hose wieder massiv dicker und das ist keine sexuelle Erregung, sondern das ist die Faust in meiner Tasche.
Die Apothekerkammer selber auch wieder wirbt für einen verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika. Denn dadurch können eben Resistenzen vermieden werden. Und das ist gerade, wenn man dann ins Alter kommt, wo man dann das körpereigene Immunsystem und die Immunabwehr nicht mehr so groß ist, von essentieller Bedeutung. Die entsprechenden Firmen, die die Produkte vertreiben, berufen sich natürlich darauf, dass keine konkreten Resistenzen ermittelt werden konnten, die dadurch ausgelöst wurden. Aber wenn selbst der Apothekerverband, die Apothekerkammer, alle, die also quasi auch vom Verkauf der Produkte profitieren außerhalb der Unternehmen, warnt und auch anerkannte Forscher und Ärzte, die auch im Gegensatz zum normalen Hausarzt den Beruf des Arztes aus einem gewissen Idealismus gewählt haben und ihn auch ausführen und nicht nur ihr Ego aufzupolieren. Und wenn diese selbst davor warnen, dann sollte man diesen Warnungen wirklich mehr Gehör schenken als den schönen Worten der Firmen, die diese Produkte verkaufen. Grundsätzlich gilt es immer kritisch zu prüfen, ob Antibiotika wie auch Penicillin eingesetzt werden müssen. Wenn zum Beispiel jemand eine Mandelentzündung hat, auch da muss geschaut werden. Zur Schmerzlinderung bei einer Mandelentzündung zum Beispiel empfiehlt der oben angesprochene HNO-Arzt Peter Federspiel Wirkstoffe wie Fluriprofen oder Ibuprofen aus der Gruppe der nicht steroidalen Antirheumatika. Ich persönlich entscheide mich für gar keine Medikamente, solange ich durch Bewegung, gesunde Ernährung und ein gesundes Mindset die Krankheit irgendwie in den Griff bekommen könnte. Man kann gar nicht genug vor Ärzten warnen. Natürlich gibt es einige Fähige, aber ihr müsst dazu in der Lage sein, diese Ärzte zu identifizieren und ihr müsst ganz genau über eure Krankheit Bescheid wissen und euch über euer Problem auch informieren. Ne? Wir leben in einer Zeit voller Unbewusstheit, Egoismus und fehlendem Arbeitsethos. Kaum einer macht noch seinen Job wirklich mit absoluter Freude. Darunter leidet man eben aber nicht nur selbst, sondern eben auch die Menschen, die darauf vertrauen, dass man seine Arbeit gerne und verantwortungsbewusst ausführt. Ich bitte euch wirklich inständig darum, nicht per se die Wissenschaft und deren Erkenntnisse anzuzweifeln, aber nicht zu erwarten, dass die Ärzte wirklich immer nach einem Arbeitstag oder an einem Wochenende noch die Kraft und die Lust haben, sich diese Erkenntnisse täglich reinzuziehen und auf dem Laufenden auch zu bleiben. Am Tag 14 Stunden zu arbeiten und das auch am Wochenende und das machen nur Menschen, die ihre Arbeit lieben. Und sucht euch für alles, wo ihr auf andere und deren Arbeit angewiesen seid, Menschen, die ihre Arbeit lieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gebt euch generell nur mit Liebe, soweit es nur irgendwie möglich ist. Alles andere schadet nur. Nur Liebe heilt. Und da auch der Hinweis auf mein Video nach Anerkennung streben heißt aufhören zu lieben. Depression und Unzufriedenheit als Folge von Ruhm. Das findet ihr hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schaut, wenn ihr noch zu Hause Medikamente irgendwo rumliegen habt, insbesondere natürlich diese Lutschtabletten, schaut dann nach Tyrotrizin und nach Fusafungin und achtet dann auch beim Kauf zukünftiger Medikamente darauf, diese Sachen, also oder generell Antibiotika nicht zu euch zu nehmen. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.